Juhika! Wieso bereden wir das eigentlich vorher, wer die Ansage macht? Hm? Er tut sie doch immer mal. The stage is yours. Alles klar. Da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Desolatte und wir werden heute Pilze holen. So, Pilze. Gut, ich bin bereit. Ich bin weg. Auste. Nimm mich mit. Nee. Ich bin zu einsam. Oh Gott. Hallo Biologe, nicht Bibliothekar. Die Aufgabe haben wir angelegt. Och, sogar nicht so weit weg. Wir gehen hier oben lang, oder? Ja? Nee, wir gehen da unten lang. Wollte ich gerade sagen, nicht da und nicht da. Da sind feindliche Menschen. Ja, dann was? Ganz feindliche Menschen. Also doch nach unten, Mann. Ja. Wieso? Nach oben, ne? Hier lang. Und wir brauchen endlich mal feste Haut. Ja, soll eventuell der Jäger haben. Aber da ist der Grimmskalle sich noch nicht so sicher. Ach nee, die Sau holen wir nicht. Wo haben wir den Jäger gefunden? Der müsste eigentlich hier in der Region sein. Ey, ich hab's auch gerade gesehen. Na gut, dann hol ich mir die Holzkiste. Mach das, ich hab keinen Platz mehr. Yes. Willst du eine Abwehr haben? Dann kannst du dir auch so ein Pestilenzstockchen machen. Weiß nicht. Aber ich hab doch Apple. Ach so. Okay. Ich nehme mir das da. Mach. Dafür habe ich Korotten. Korotten? Alles klar. Die Korotten sind da. Und Pilze. Ob wir daraus eine schöne Pilzsuppe machen können? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Oh, gut. Es donnert. Hat es hier eigentlich mal schon mal geregnet? Hier was? Was? Ich glaube. Weiß es nicht. Ich glaube ja. 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 Guck mal da vorne. Pflanzenfresser. Okay. Guck mal, da liegt hier wieder dein Riesending, deine Giraffe, ne? Ja, warum die hier umgekippt ist? Was hat sie eigentlich gesagt? Fleisch, frage ich mich. Hat sie gebrochenen Fuß? Das tut mir aber leid. Hat sich auf die Gusche gepackt. Ist doof gelaufen, ne? Im wahrsten Sinne, ne? Ich würde sagen, mit einem Affenzahn. Und den knallen wir um. Ja, ich glaube, der will noch nicht mal. Hat er gerade mit dem Fuß gekickt? Weiß ich nicht. Aber es ist ganz schön laut auf die Ohren. Ja, oder? Gerade lauter gemacht. Jetzt dröhnt mir der hier so ins Ohr. Fertig? Jo. Da ist nämlich einer. Hier waren wir auch schon mal. Aber okay, dann durchsuchen wir alles nochmal. Ein Hammer, ne? Den Hammer nehme ich mal mit. Er spawnt ja immer wieder neu. Wo kann er hier mal kurz? Kali, Achtung. Ja. Der will zu mir. Er hat getreten. Der kickt, Mann. Der will Fußballer werden. Was ist er denn? Der will Fußballer werden. Den Bohrer brauche ich. Ich brauche... Ich nehme einfach alles mit. Der hat mich voll gekickt, das war uncool. Seit wann kicken die? Das ist neu, oder? Ja, vielleicht, hier. Du hast einen dicken Arsch! Was hat uns gesehen? Ich will auch raus! Mach Platz! Nein! Mach Platz! Ich bin jetzt raus! Mach Platz! Ich bin der Horst! Nein! Wieso juckt mir jetzt gerade meine Nase? Weil du in der Aufnahme steckst. Ja. Lohnt sich dann wenigstens. Kann man die Tür zumachen? Dich einsperren? Waren wir eigentlich mal in diesem Haus? Elia! Ja! Wieso rennst du denn da hin? Weil Haus. Pilze sammeln gehen. Hier ist schon wieder Äpfel. Ja, nimm mit. Ich habe auch ein paar. Ach, scheiß drauf. Alter, wie kippen! Was? 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 Fällt um und labert aber noch. Der hat den Boden voll gequatscht.
Ach, da oben. Vielleicht kann man ja auch. Ja. Dann noch oben. Vielleicht, ey, man wirft. Alter, nimm die. Pack die Knarre weg. Wollte ich doch gar nicht. Vielleicht kann man ja auch aus dünner Haut, wenn man mehr davon hat, einmal dicke Haut machen oder so. Vielleicht. Müsste man ausprobieren. Ein paar Tiere umhauen. Bin beim Pilz. Du bist ein Baumknutscher. Das ist ein Pilz. Baum. Pilzbaum. Mhm. Ey. Was? Was? Ich war das nicht. Ich hab nichts gesehen. Das war bestimmt wieder so ein Schreckmoment und ich hab's nicht gesehen. Ich hab noch nicht mal irgendwas mitbekommen. Ja, irgendwie war Musik hier. Total schreckhaft. Oh mein Gott, ist nicht dein Ernst. Was machst du da eigentlich? Ach, und du? Gucken. Okay. So, was haben wir? Wir gehen weiter gucken. Kräutertee kann ich mir machen. Nicer, Dicer und ein Verband. Hast du schon wieder... Nein. Kali? Nein. Jetzt gibt's Haue. Würde niemals in der Aufnahme klären. Natürlich nicht. Nein. Wird auch nur Standard bei dir. Ja, das wird komisch, ich sag's dir doch. War es hier eigentlich eklig? Ich weiß es nicht, atme mal. Zieh dir den Scheiß ordentlich rein. Ich sehe tote Menschen. Pilzspuren. 4 Stück? Ey, das ist ja nur pilzig hier. Ach, müssen wir jetzt hier durchgucken? Wie sah das denn aus? Weiß ich doch nicht. Ich bin hier näher... Holzluftschiff. Ich bin hier doch nur reingelatscht. Kippen! Pilz! Ah, das ist so eine Pulle. Mit einer Flasche verrum? Ah. Oh Gott, Hilfe, Kali, der ist ein bisschen stärker. Ich komme. Nee. Hat er gerade, ja, hat er gerade beleidigen? Ja. Nein. Digga, da haust du nicht ab. Schande über dich. Oh, brauchst du ein Bügeleisen? Nein, wir brauchen ein Radioapparat. Nee, ein Bügeleisen mit. Voll selber, ne? Ja, ja. Aber ich muss mich jetzt erstmal kurz wieder bandagieren. Wir nehmen mal alles. Sind aber viele Schränke. Hier war bestimmt schon die Helia dran und hat rumgekrabbelt. Also ich habe eine Pilzspore gefunden. Ich habe irgendwas eingesammelt. Für irgendetwas. Okay. Siehst du? Ich habe keine Muni mehr. Radioapparat. Wieso? Kommt da was? Jetzt darf ich mich mal wieder bandagieren. nehmen wir einfach mal alles mit. Helia. Ja, du hast mich ganz alleine sterben lassen. Toll, danke. Das war so mein von dir. Helia. Hockst du irgendwo fest? Hilfe? Oh, der hat eine Schusswaffe. Jesus. Hat der auch? Nee. Nur eine Schusswaffe. So, warte. Soll ich angerannt? Ausrüsten. Alter, wo ist meine Waffe? Keine Patronen? Willst du mich verarschen? Ja, hier. What the hell? Der rennt weg. Komm her. Ich treffe nicht. Hallo? Weißt du was? Die Waffe ist scheiße! Ah, ah, ah. Nein! Nein, du musst durchhalten! Ich bin zu schwer! Was ist denn das hier? Ich brauche Hilfe. Ich brauche ganz dringend Hilfe. Du hast jetzt 50 Sekunden Zeit. Viel Glück. Ich trinke mal so lange was. Oh, wo hast du dich denn? Bleib stehen! Ich möchte nicht sterben, bitte. Was sagt die Zeit? Was sagt die Zeit? Gleich 30 Sekunden. Holy shit. Du sagst es. Ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon. Bleibt die Zeit denn wenigstens auch stehen? Nein. Wie viel Zeit? Ach, da steht's doch. Ja. Doch, doch, das bleibt stehen. 23 Sekunden. Oh, was nun? Helia stirbt.
Es tut mir leid. Ich habe eine Waffe benutzt und die hat absolut gar nicht funktioniert. Die war scheiße. Also die benutzen wir nicht mehr. Die kann ich gleich irgendwo anders hinpacken. Stolz? Hallo? Hey, bist du stolz? Ich bin total stolz. Ich bin fast tot. Darauf bin ich nicht stolz. Na mal den Sa. Also ich hab. Elia. Ja. Gruselige Musik gehört. Ich muss mich mal. Ich bin zu schwer. Warte mal. Wie sieht's denn? Das sieht auf jeden Fall scheiße aus. Ich habe auch was ganz Gruseliges gehört. Wie nimm das? Das ist auch ganz schick. Ja, das auch. Das tut nicht so gut. Nehmen wir. Denn auf jeden Fall ein Brot, Banane, was ist das? Es sind die Traubensaft. Pilzmenschen hier. Oi. Das war schon wieder so komisches Geräusch. Elia, komm zurück, Mann. Hallo. Was ist das? Kartoschkis! Was ist das hier eigentlich? Wie Sie sehen, einfach gar nichts. Was machst du da eigentlich? Schwer. Ach so. Auch mein Schwert? Kraut. Elia. Hä? Ja? Der hat den Stock ganz, ganz komisch. Frank? Als ob er gerade losschlagen will. Sag doch mal. Hä? So ein Knopf irgendwie? Warte mal. Linke Maustaste? Wenn du lange drückst, mache ich das auch. Das macht er jetzt die ganze Zeit. Jetzt nicht mehr. Du bist Was? merkwürdig. Was ist mit meiner Tastatur los? Bei World of Warship genauso? Und jetzt hier. Wodka. Dabei bin ich nur gerannt. So, eine Pitchspur fehlt uns noch. Hallo. Du Unerträgliches hast ja alles gelootet, kann das sein? Nein. Also doch. Nein. Also doch. Nein, würde ich niemals tun. Ich muss irgendwas wegschmeißen. Irgendwas wegschmeißen. Das ist bestimmt gut. Komm. Halten wir mal das Schwert. Mal auf. Elia. Ja. Du läufst fantastisch. Sah Danke. richtig gut aus. Danke. Ich habe hier die größte. Oh, warmer Imbiss, den mache ich mir. Oh Gott. Heilung brauche ich auf. Na, auf jeden Fall. Und ein Apfelcocktail. Ja, gönn dir. Oh, weißen Mehl kann man mit Macaroni machen. Interessant. Liegen auch auf dem Boden, diese kleinen Dinger, ey. Hast du hier die ganzen Schränke durchgelootet? Nein. Also doch. Wisst ihr, ich habe da draußen Probleme und du lootest hier alles. Du quietschst erst los und dann bist du schon am Boden und Ja, tot und. ich jammer wenigstens nicht. Ich auch nicht. Was? Sorry, da war ein Störfaktor in meinem Hals. Ja. Nicht, dass es so ist wie im Krankenhaus, ne? Na, dann spawn's wieder. Na, und die Arschgeigen hier auch. Ja, ich glaube, da müssen wir uns aber ein bisschen entfernen. Was ist das für eine Musik? Elia. Was ist das? Hört sich gerade hier überall komisch an.
Auf der Toilette vielleicht. Nee, eine Gaslampe. Na super, nehme ich nicht mit. Ja, rette mich. Warum? Wo bist du denn? Hier. Sind sie aber auch nicht alle im Lager, ne? Hast du mich gerade erschrocken? Da kam sie. Angerannt. Oh mein Gott, Ratten! Oh mein Gott! Da ist eine Höhle. Was? Da ist eine Höhle. Geradezu. Ich glaube, wenn wir ein bisschen uns entfernen von der Stelle, dann spawnt alles wieder und dann können wir mal hin. Ja, und auch die Typen. Was war das für ein Geräusch? Ein Leck. Vogel? Dorf? Lugovniki? Lugovniki oder so? Nicht, dass es hier mit Pilzspuren verseucht ist. Natürlich ist es das. Sind da oben Heilkräuter oder warum leuchtet es auf den Pilzen? Achso, ist keine Höhle. Aber ist ein Dorf, ne? Hätte klappen können. Dorf. Kalypso ein Dorf verlassen, ne? Ja. Dark and Light. Ich glaube, wir gehen wieder zurück. So ziemlich. Ich glaube, die Entfernung reicht sogar. Tschüss. Tschüss. Ich stehe direkt neben dir. Nee. Okay, hinter dir. Ist das über uns? Was ist das für ein Symbol? Naja, das Teil, was wir reparieren mussten. Das ist hier? Ist es nicht weiter entfernt? Süddingens. Naja, hier sind mehrere. Bei uns haben wir doch auch einen stehen. Dann müssen wir den doch auch reparieren, oder? Oh, solange wir das... Oh! Ja? Kälte! Es wird kalt jetzt gleich. So, dann lass mal gucken. Oh Gott! Was? Na, komm du doch zu mir! Komm rauf an, Milita! Oh, Kali, ich hab so wenig Leben! Hä, hey, was ist grad? Hinter mir? Was ist das? Alter! Der wusste jetzt nicht, wo lang. Der war ein bisschen überfordert, ne? Hat aber jetzt gerade Probleme. Darf nichts mehr sammeln. Da hat auch irgendjemand gerade gelacht im Hintergrund. Echt? Ja. Habe ich nur ein Lachen gehört. Ich mache mir einfach mal wieder Salbe. Sei konzentriert hier. Da läuft einer. Elia. Ja, ich sehe ihn. Oh Gott. Kali. Ja? Die wollen alle was von mir. Ich renne ja schon. Alter, ich bin nicht der Sohn einer... Ich bin ein Mädchen. Ja, er rennt weg. Tja, klar. Nehmen wir mal alles, dann muss ich mal kurz uno momento auseinandernehmen. Kästchen. Nehmen wir auch auseinander. Dann werde ich irgendwann heulen, weil wir das... Alles auseinandergenommen haben. Ja. Aber ich bin voll. Und das ist schlecht. Was erscheint hier immer? Unter Null? Wer ist hier eine Null? Ah! gut. Die Pilzsporen eingeatmet? Ist hier eine Null? Ich glaube so ein bisschen, ja. So. Was hast du? Okay, alles klar. Ich würde sagen, zur Oase wieder, ne? Ja. Yep. Angeklickt. Hauste. Oh, das... Tschüss. Kali. Elia. Oh. Au. Ich bin wieder gegen irgendwelche... Wo läufst du denn lang? Oh.
Wer fällt ein? Aber doch nicht so. Ah. Merke schon. Ih, du bist jetzt auch durch diese Dinger gerannt. Bin ich? Jo. Ich hab nichts gemerkt. Hm. Was ist denn jetzt? Ach, da. Wenn das hier immer für Musik? Ich hab keine Ahnung, als ob irgendwas jetzt kommen würde, ne? Ja, ja, so ein Schreckmoment, so. Aber es ist nicht. Da unten stehen welche. Ja, wir gehen oben lang. Ja, bitte. Oh, dieser Schiff. Hey! Hi, junger Mann! Hör auf, mit Stein zu werfen! Was? Das macht man nicht. Voll uncool. Ah, hier kannst du haben. Viel Spaß. Ist nichts weiter drin, aber kannst du haben. Hast du... Nein, ich wollte nehmen und dann bin ich gleichzeitig raus und dann hat er den Knopf aber noch angenommen und hat geschlagen und so. Natürlich. Hier, deine Riesengiraffe, ey. Habe ich eigentlich ein Level? Ups. Elia. Hab ich ein? Nö, auch nicht. Fehlt da jemand? Das siehst du an, ne? Da schlappert was. Haust du rein? Ich renn hier unten lang. Was? Ja. Boah, ey. Und jetzt wieder nach oben kommen, oder wie? Ja, ja, der Weg und so, weißt du? Da unten war ein bisschen doof. Hä? Was? Ich bin stecken geblieben. Dabei bin ich dir hinterhergelaufen. Warst du das? Was denn? Oh. Du Arsch. Was denn? Ja, du Arsch. Was war ich denn? Du hast mich geschlagen. Oh, Kartoschkis. Ups. Keine Kartoschkis mehr. Alter, ich hab dich gar nicht geschlagen. Hör auf. Hast du wohl. Hab ich gar nicht. Das ist natürlich voll uncool von dir. Ich würde niemals meine Kameraden schlagen. Ja, das würde ich ja jetzt auch sagen. Oben oder unten? Oben oder unten? Oben oder unten? Oben oder unten? Du kannst gerne nach unten gehen, aber... Nein, ich bin ja schon oben. Hallo, Jungs. Erster. Hab ich eine Waffe oder so? Schieß die. Warum? Einfach so. I've received the spores, Volunteer. After that strange mission from 400, I was starting to think you were abandoning the only way to help our country and our conglomerate. But I was wrong. Your homeland will not forget this. Hey there. This is Eleonora. Hello. I'd like to thank you again for helping us with that medicine. It's already been sent to the people who need it. I'm glad I could help. Listen, about your organization, Pravda. Can you tell me more about it? Pravda was started back before Day X, the day I left the New World Corporation. The things I saw happening in New World's various departments, especially in the Medusa Division, troubled me. The experiments hidden from society, and even from the Soviet government, were deeply distressing. Do you know about what happened in Izumaylovsk? Yes, well, I've heard rumors. No, they weren't rumors. Subject 147. The test subject entered the conveyor and... reappeared, 60 miles from the experiment site. What was truly frightening is that the test subject was no longer an ordinary human. Huh. So it's true. What's your objective in all of this? To determine who's to blame. That story about Ogni, how he destroyed the old world. It doesn't seem to entirely line up with what we've managed to discover thus far. To be honest, I've been hearing a lot of strange things from my watcher recently. Things I don't have much inclination to believe. I don't know what you're talking about, but I know the feeling. The same sort of thing happened to me, too. No one says anything concrete, but you just get the impression that something dirty is going on. By the way, I had a reason for calling you. We've got another mission for you. And perhaps it will also help you find the answers to these questions you're having. I'm all ears. I've received some data about an underground complex called the Podzemka. New World Corporation used it to secretly transport cargo around Granichny. Underground, of course. But what's important is that these documents I received mention a certain shipment numbered 147, which matches the designation of the madman subject 147, of course. Coincidence? I doubt it. I think this Podzemka complex might have something terrible inside, but something that will greatly help our investigation. So I'm heading that way?
Where's this complex located? That's the problem. It's a secret complex. These documents don't mention any sector, or coordinates where the entrance is located. Then I'll try to find out. All right. Keep me in the loop. Mikhail. Mikhail? Do you know anything about a Podzemka complex? Yes, I do. Not the best place for you to visit, though, buddy. Visiting is exactly what I need to do. I won't try to talk you out of it. But I'll only tell you the coordinates if you... Well, prepare yourself first. I don't want to send you to your death. I don't need that blood on my hands. What am I preparing myself for? The mob. Ever heard of it? No. She's madmen, you know, human mutants. I'm not so good at telling them all apart. Most came from the workers who'd stay down there. Anyway, I only know two things. First, no one who's visited has ever returned from that place. And second, you'll need a mob scar. That's a special lantern. Its light scares off the mob. Where do I get it? There's this one guy who lives on the island. Strange type. A hermit. But an excellent craftsman. I don't know his name. We all call him the engineer. They say he lost his whole family and became a drunkard and a hermit. You can find him in Sector E5. Och nö. Wo ist denn E5? E5? Dorf Lugoniki. Oder so. Wo wir gerade waren. Das ist E5. Schön. Dann wissen wir ja, was wir in der nächsten Folge machen. Voll krass. Ja. Zum Ingenieur, meine Lieben. Zum Ingenieur. Wolltest du noch irgendwas sagen? Nein, gar nichts. Okay, ihr Lieben, dann machen wir hier eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge und vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao. Tschüss. Das ging schnell. Ciao.